Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Verkehrspolizei informiert über neue Straßenverkehrsregeln. Rohbau von neuem GGZ-Firmensitz fertig und internationaler Tag der Pflege in Zeiten von Covid-19. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist Montagabend und damit Zeit für Ihr Abendmagazin Tag aktuell. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Seit Ende April gibt es eine Vielzahl an Neuerungen bei den Straßenverkehrsregeln. Darauf müssen sich Verkehrsteilnehmer und natürlich auch die Beamten der Verkehrspolizei einstellen. Was es Neues zu beachten gibt und wie die Verkehrspolizei die Einhaltung der Regelungen kontrolliert, das erfahren Sie im folgenden Beitrag. Einen großen Bereich der Neuregulierungen betrifft den Fahrradverkehr. Der hat in den letzten Jahren enorm zugenommen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Einige Beispiele für diese Neuerungen wären zum Beispiel, dass perspektivisch Fahrradzonen in den Bereichen, in den Städten und in den Gemeinden eingerichtet werden können. Das sind ausschließlich Zonen, die nur vom Fahrradverkehr genutzt werden. Dann sollen werden sogenannte Radschnellwege gebaut werden. In einigen Städten gibt es jetzt schon bereits solche Zonen, aber das wird zukünftig stark ansteigen, um einfach die Schnittmengen zwischen Pkw-Verkehr, Fußgängern und Fahrradverkehr den Knoten zu lösen, damit es dort keine Gefährdung mehr gibt, beziehungsweise dass jeder optimal an die Aktualisierung, an die Modernisierung der Struktur des zukünftigen Fahrverkehrs angepasst werden kann. Konkrete Beispiele zyklischer Neuregelungen wären zum Beispiel der ab seit Ende April einzuhaltende Seitenabstand oder Sicherheitsabstand zum Beispiel beim Überholen oder beim Vorbeifahren an Fahrradfahrern, der jetzt mittlerweile innerorts 1,5 Meter beträgt und außerorts 2 Meter beträgt. In der alten Verordnung hieß es ja nur genügend Sicherheitsabstand zu halten, um ein ungehindertes Vorbeifahren zu garantieren bzw. die Fahrradfahrer nicht zu gefährden. Eine weitere Neuerung wäre zum Beispiel, Halten und Parken auf Gehwegen und Fahrradwegen ist jetzt grundsätzlich verboten, ist jetzt seit Ende April mit einem Bußgeld oder mit einer Strafe ab 55 Euro sanktioniert, kann auch bei Wiederholungsverstößen mit Punkten und Fahrverbot versehen werden. Eine weitere neue Regelung sind die Vorschriften jetzt beim Linksabbiegen. In Bezug auf den Fahrradverkehr heißt es, dass es für die Fahrradfahrer ein gesondertes Abbiegeschild geben wird. Und in Bezug auf den Fahrverkehr heißt das, dass beispielsweise Lkw nur noch im Schritttempo rechts abbiegen dürfen, um halt Fußgänger und Fahrradverkehr nicht zu gefährden. Gerade wenn man sich vorstellt, wie ein Lkw-Fahrer in so einem großen Fahrerhaus sitzt, kann man sich sicher vorstellen, dass auch der Sichtbereich des Lkw-Fahrers eingeschränkt ist und es dort auch in der Vergangenheit häufig zu schweren Verkehrsunfällen kam. Und genau um dies zu verhindern, wurde diese Regelung geschaffen. Für die Überwachung der Neuregelungen, gerade bezüglich des Fahrradverkehrs, gibt es ja bei uns in Sachsen, bei der sächsischen Polizei in Dresden und in Leipzig beispielsweise die Fahrradstaffeln, die natürlich vorrangig damit beschäftigt sind, genau dann perspektivisch die Verkehrsüberwachung zu übernehmen, sprich zu überprüfen, ob sich die Radfahrer an die Neuregelungen halten. Seit März 2019 gibt es in Reichenbach eine neue Gradstaffel. Bis jetzt sind wir 6 Motorradfahrer, setzen das Motorrad hauptsächlich ein, um den Zweiradverkehr, Fahrrad, Moped, Motorräder zu kontrollieren, sind sehr flexibel, einsetzbar und vor allen Dingen die neuen Richtlinien der StVO jetzt durchzusetzen. Eine zweite große Neuerung ist die Anhebung der Strafen in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Denn gerade Geschwindigkeitsverstöße gehörten in der Vergangenheit zu einer der Hauptunfallursachen mit teilweise sehr schwerem Ausgang bei den aufgenommenen und stattgefundenen Verkehrsunfällen. Als Beispiel ist hier anzuführen, dass sich ab einer Überschreitung der Geschwindigkeit von 21 km/h innerorts ab sofort die Geldstrafe erhöht hat. Es gibt Punkte und es gibt auch jetzt ganz neu ein Fahrverbot für die entsprechenden Pkw-Fahrer. Außerorts und auf Autobahnen betrifft die neue Grenze der Einführung des Fahrverbotes bei 26 km/h. Auch hier liegen wir bei einem Ordnungsgeld von 80 Euro mit Punkten und auch einem Fahrverbot.
Für die Überwachung der Geschwindigkeitsverstöße steht umfangreiches technisches Equipment zur Verfügung. Im Hintergrund sehen Sie die sogenannte XV3 LiveTech. Das ist ein Geschwindigkeitsmesssystem, welches zur Messung von Fahrzeugen im überörtlichen Bereich verwendet wird, kann Geschwindigkeiten bis 300 km/h messen, zeigt dann an bis 250 km/h, wird zumeist im urbanen Bereich verwendet. Weiterhin haben wir noch hier die ESO ES 8.0. Diese wird mehrheitlich auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen verwendet, da mit dieser Geschwindigkeiten wiederum bis 300 km/h im mehrspurigen Bereich gemessen werden können. An älterer Technik haben wir noch eine Multanova 6F. Dieses ist im Volksmund bekannt als Radarkeule. Und für die von uns in den Vordergrund gestellten Anhaltekontrollen haben wir noch eine LDI 20.20. Dem Betroffenen kann mit der LDI dann sofort der Tatwurf gemacht werden, was ihn an Punkten bzw. an Geld erwartet. Und es wird dann im klärenden Gespräch auch auf die Gründe oder die zugrunde liegenden Sachverhalte eingegangen. Und man erwirkt damit eine erheblich bessere Transparenz gegenüber dem Bürger. Noch mehr Details zu den neuen Verkehrsregelungen 2020 in Deutschland und Europa finden Sie unter anderem auf der Website des ADAC. Mit dem Gießen der letzten Betondecke ist am vergangenen Freitag der Rohbau für den neuen Firmensitz der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau abgeschlossen worden. Begonnen hatten die Arbeiten für den Rohbau des Gebäudes am 2. Juli 2019, unter anderem mit dem Verlegen von Entwässerungsrohren. Im August erfolgte die erste Betonage mit dem Gießen der Bodenplatte. Seitdem wurden rund 2000 Kubikmeter Beton und 200 Tonnen Betonstahl verbaut. Bis Anfang 2021 entsteht am Standort in der Zwickauer Gewandhausstraße ein attraktives Bürogebäude, welches mit seiner Form und Gestaltung markant diesen Standort städtebaulich aufwerten soll. Wichtig war es aber vor allem, die Bedingungen für die Kunden und Mitarbeiter der GGZ zu verbessern. Es werden moderne Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen geschaffen. Außerdem nutzt man die Chance, eine Arbeitswelt zu schaffen, die auch künftig den Ansprüchen von Mitarbeitern, Mietern und gesetzlichen Vorschriften gerecht wird. Auch die Mieter und Mietinteressenten werden davon profitieren. Eine zentrale und gut erreichbare Lage und erstmals auch ein barrierefreier Zugang sind nur drei von verschiedenen Vorteilen, die eine Wohnungsgesellschaft als Dienstleistungsgesellschaft den Kunden bieten muss. Was tun wir in Zeiten, die uns herausfordern? Wenn die Restaurants geschlossen sind, dann unterstützen wir sie und holen Takeaway bei ihnen. Wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen, dann beginnen wir, Masken zu tragen. Wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind, dann lernen wir neue Wege für unseren Alltag. Wir halten zusammen. Zusammen gegen Corona.
Wir, das Laufwerk, bieten ab sofort alle unsere Leistungen ohne Aufzahlung während der Corona-Krise im Hausbesuch an, vor allem für Risikogruppen, also ältere Personen und Personen mit kritischen Vorerkrankungen. Auf unserer Fußambulanz haben wir alle technischen Voraussetzungen, um sie vor Ort versorgen zu können, vom Fußscan bis zur Anpassung von Einlagen, Maßschuhen, Abänderungen an Schuhwerk und Ausliefern von Verbandsschuhen und Bandagen. Diesen Service bieten wir natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, besonders auch für müde Füße unserer Ärzte und Pflegekräfte. Auch Patienten, welche noch kein Rezept vom Arzt haben, beraten wir gern. Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht geht neue Wege. Digitalisierung heißt das Zauberwort. Legal Tech hält Einzug in die Kanzlei für Wirtschaftsrecht. In Zeiten, in denen persönlicher Kontakt möglichst vermieden werden sollte, bieten unsere Fachanwälte einen zusätzlichen Service an. Mit einem Online-Mandat bieten wir an, einfach und schnell Ihr Anliegen in einem Kontaktformular zu beschreiben und das Dokument hochzuladen. Das geht bequem von zu Hause aus. Unsere Anwälte nehmen sich mit hoher Kompetenz unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung Ihrem Fall an und beraten Sie telefonisch, ganz ohne persönlichen Kontakt und doch persönlicher Beratung. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter, die Kanzlei an Ihrer Seite. Ich bin Luzi Schneidenbach, Leiterin der Badstudios der Liebelt Haustechnik GmbH. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen aus Wilkau-Haslau bei Zwickau, welches schon seit knapp 30 Jahren in der Heizungs- und Sanitärbranche tätig ist. Hier in der Region Westsachsen haben wir mittlerweile 4 Standorte, welche sich hauptsächlich mit dem privaten Heizungs- und Bäderbau beschäftigen. Überregional haben wir uns jedoch auf den Sanitär- und Anlagenbau spezialisiert. Das bedeutet vor allem die Neuinstallation von komplexer, hochmoderner Gebäudeinstallationstechnik in zum Beispiel Schwimmbädern, Hochschulen, Krankenhäusern oder auch Forschungseinrichtungen. Jetzt sind Sie gefragt. Aktuell sind wir auf der Suche nach Anlagenmechanikern für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik. Was wir bieten, ist eine weit übertarifliche Bezahlung bei flexibler Arbeitszeit, modernste Technik und ein junges, engagiertes Team. Werden Sie ein Teil von uns und bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns auf Sie. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau.
Nein. Nein. Öfter mal abschalten. Der Citroën C5 Aircross SUV. Ab 199 Euro im Monat leasen. Citroën. Jetzt auch der Citroën C3 Aircross SUV. Ab 109 Euro im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Homecare Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Für schnelles WLAN in jedem Zimmer muss man nicht gleich die Wände einreißen. Bei Pure gibt es Internet mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde inklusive Fritzbox und WLAN-Verstärker. Ab monatlich 5 Euro. Jetzt auf pure.com. Morgen wird weltweit der Internationale Tag der Pflege begangen. Dieser 12. Mai erinnert an die britische Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege Florence Nightingale. Am 12. Mai 1820, als Tochter wohlhabender Eltern geboren, absolvierte sie gegen den Willen derer die Ausbildung zur Krankenschwester. Ihr war es ein Herzensanliegen, den Armen und Kranken zu helfen. Damit spannt sich der Bogen zu den aktuellen Geschehnissen. Wie wichtig Pflegekräfte sind, zeigt sich gerade in den Zeiten von Covid-19. Um die Tätigkeit der Pflegekräfte aktuell einmal zu beleuchten, waren wir heute Vormittag in der Sozialstation in Wilkau-Haslau in der Beethovenstraße zu Besuch und sind mit der Pflegedienstleiterin Annette Kiese ins Gespräch gekommen. Der internationale Tag der Pflege, der geht ja in anderen Jahren eigentlich so ein bisschen unter, interessiert ja keinen so richtig. Aber ich glaube, in diesem Jahr sollte man Ihnen und Ihren ganzen Kollegen große Wertschätzung entgegenbringen. Da danken wir sehr. Wir freuen uns auch, dass das so angesehen ist. Unser Beruf jetzt auch mal in Augenschein gerät. Ist zwar schade, unter welchen Bedingungen, warum es jetzt erst so weit kommen muss, aber dass unser Beruf auch mal eine Wertschätzung erhält. Das ist uns sehr wichtig. Was sind denn die besonderen Herausforderungen in Zeiten von Covid-19? Wir sind ja hier in der Sozialstation in Wilkau-Haslau. Was müssen Sie jeden Tag leisten? Was bedeutet das für Sie und Ihre Mitarbeiter? Also die besonderen Bedingungen ist jetzt, dass unsere Mitarbeiter ständig mit Mundschutz arbeiten müssen, also mit diesen FFP2-Masken und das die ganze Tour lang, die Distanz trotzdem versuchen, bei den Patienten zu bewahren, was halt nicht so einfach ist in der Pflege, weil wir müssen ja pflegen, den Menschen aufzubauen, weil die ja doch weniger verstehen, was jetzt plötzlich los ist, warum kommen wir vermummt, warum haben wir Handschuhe an. Also es ist eine große Herausforderung für alle Mitarbeiter, dies zu gewährleisten. Dann gehen unsere Mitarbeiter nach Hause, müssen ihre Kinder weiter versorgen, Schulhausaufgaben machen und das ist ja auch nicht so einfach. Also da ziehe ich wirklich vor jedem Mitarbeiter hier den Hut, der trotzdem immer auf Arbeit kommt, immer ein Lächeln für unsere Patienten hat. Also da auch nochmal ein Dankeschön an alle meine Mitarbeiter. Sie haben es vorhin schon gesagt, also es sind ja die Alten, die Sie vor allen Dingen pflegen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Sie müssen da auch ein Stück weit Psychologie betreiben, wie Sie schon gesagt haben, die wieder aufzubauen, aber auch unter diesen besonderen Umständen die Menschen ja trotzdem zu pflegen. Genau, also Sie dürfen Ihre Angehörigen nicht sehen. Dafür sind wir jetzt ein Stück weit die Angehörigen mit, wo wir unsere Patienten ein Stück weit mit aufbauen müssen, um das zu verstehen, warum das so ist. Aber es geht einfach jetzt um die Distanz, um die Hygiene und das irgendwo zu gewährleisten, dass wir uns hier nicht alle anstecken miteinander. Also finden Sie auch, die Lockerungen sind schon in Ordnung, aber die Leute sollten sich auch gerade, die Leute, die Kinder haben und die Älteren, die sollten sich trotzdem an diese Aufforderungen, an diese Abstände und an diese ganzen Maßnahmen halten. Ganz, ganz wichtig, ne? Weil sonst... Ich denke, die Zahlen zeigen immer noch, es geht immer noch aufwärts, es ist kein Ende in Sicht. Und wenn wir jetzt plötzlich alles wieder machen wie vorneweg, dann haben wir irgendwann das große Problem. Dann wünschen wir Ihnen, Ihren Kollegen alles Gute, halten Sie durch und bleiben Sie gesund. Machen wir. Vielen Dank. Musik.
Media Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Am gestrigen Sonntag ist die erste Mannschaft des FSV Zwickau ins Kleingruppentraining eingestiegen. Das Training der Nachwuchsmannschaften startet dann nach und nach. Aus Sicht des FSV Zwickau ist gegenwärtig die Umsetzung des vom DFB entwickelten Hygienekonzeptes, das vollständig dem Konzept der DFL für die Bundesligen entspricht, nicht möglich. Zum Beispiel fehlt es bereits an einem Hygieneverantwortlichen, der approbierter Arzt sein muss, und an den Räumlichkeiten in der GGZ-Arena, um die Abstandsregeln des Hygienekonzeptes umzusetzen. Für das Sicherheitskonzept dürfte die im Freistaat Sachsen kumulierte Spielansetzung der ersten und zweiten Bundesliga ein Problem darstellen, da damit nicht ausreichend Polizeibeamte zur Verfügung stehen, um in den kommenden englischen Wochen auch etwaige Geisterspiele der dritten Liga abzusichern. Für den FSV Zwickau ist damit auch weiterhin die behördliche Anordnungslage und nicht etwa Drohungen von Verbandsfunktionären maßgeblich. Infolge der nach den Lockerungen der Lockdown-Beschränkungen steigenden Infektionszahlen führt der Verein seit heute auf freiwilliger Basis Corona-Tests bei der ersten Mannschaft, Trainern und Betreuern durch. Werbung. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona, eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Parfümerie Burger, willkommen im Paradies der Düfte und des Wohlbefindens. Hier werden Sie in gepflegtem Ambiente von Kopf bis Fuß verwöhnt. Unser freundliches, bestens geschultes Team bietet eine individuelle Beratung, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Mit wenigen Handgriffen zaubern wir ein alltagstaugliches Make-up und heben Ihre natürliche Schönheit hervor. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich in unseren stilvoll eingerichteten Beauty-Lounges verwöhnen. Von Gesicht über Ganzkörperbehandlung mit beruhigenden Massagen bis hin zur Ohrenkerzenbehandlung und Lymphdrainage. Bei uns bleiben keine Wünsche offen. Wir schenken Ihrer Schönheit eine extra Portion Aufmerksamkeit. Auch auf der Suche nach dem passenden Duft sind wir Ihr Ansprechpartner. Parfüm, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht, das finden Sie bei uns. Ausgewählte Marken, die es nicht überall gibt, halten wir für Sie bereit. Auch den Geschenkgutschein für Ihre Lieben verpacken wir ganz individuell. Gönnen auch Sie sich jetzt eine Auszeit von der Hektik des Alltags mitten in Zwickau, Parfümerie Burger, in der inneren Plaunschenstraße 29, direkt gegenüber den Zwickau-Arkaden. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Los!
Lust auf Veränderungen in den eigenen vier Wänden mit einer ganz neuen Fensterdekoration? Dann sind Sie im Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf genau richtig. Mit 25 Jahren Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner. Ob Maßanfertigung für jedes Fenster, hauseigener Nähservice, kostenfreies Aufmaß vor Ort, Deko-Ideen für jeden Einrichtungsstil und Montageservice. All das bieten wir. Bei uns erhältlich auch der Gardinenlift. Ermöglicht Gardinen auf- und abhängen ganz ohne Leiter und fremde Hilfe. Möchten Sie Ihre Fenster ins rechte Licht rücken? Mit einer Lichtschlittenmontage ist auch das möglich. Außerdem halten wir den passenden Sonnenschutz für Sie vor. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf, direkt neben Sannhaus Mädler. Parkplätze gibt's direkt vor der Tür. In wenigen Wochen beginnt mein neuer Job. Den Umzug habe ich schon selbst geregelt. Und der Verkauf unseres Hauses war dank fachkundiger Hilfe ganz einfach. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, sind wir, das Immobiliencenter der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wie ermittle ich einen marktgerechten Preis, der nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist? Wie finde ich heraus, ob der Interessent sich das Haus überhaupt leisten kann? Und wer kann mich bei all diesen wichtigen Fragen sinnvoll unterstützen? Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Dank der Sparkasse Zwickau kann ich mich jetzt voll und ganz auf meinen neuen Job konzentrieren. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Um echt erfolgreich zu sein, da brauch ich Werbung. Gut gemacht muss sie sein und gar nicht teuer. Flyer und Briefpapier, auch meine Website. Für mich individuell, so kreativ. Genau das, was ich brauch. Meiner Firma geht ja, gut. Ja, ich spür den Erfolg. Und daher sag ich: Werbung nur von Hogendorf. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einer eisigen Nacht erwartet uns morgen ein sonniger, aber recht kalter Tag. Die Temperaturen werden kaum über 10 Grad ansteigen. Ähnliches Wetter beschert uns dann auch der Mittwoch, wobei es überwiegend bedeckt bleiben wird. Auch am Donnerstag bleibt es für die Jahreszeit zu kühl. Die Sonne lässt sich wieder öfter blicken, es bleibt niederschlagsfrei. Nach einer kühlen, aber frostfreien Nacht bleibt uns die Wetterlage am Freitag erhalten. Der Westsachsenhimmel zeigt sich bei Temperaturen um die 14 Grad weitestgehend sonnig. Es ziehen einige Wolken durchs Sendegebiet. Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder von Ihrem Abendmagazin Tag aktuell vom Montag. Ich hoffe, Sie haben sich durch das Regenwetter heute den Tag nicht ganz so sehr vermiesen lassen. Aber es geht bergauf. Sie haben es soeben gehört, in den nächsten Tagen scheint auch wieder die Sonne. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und wir sehen uns wie gewohnt morgen um 19 Uhr bei Tag aktuell wieder.